Am 23. Januar 2016 entscheiden sich knapp 50 Ultras und szenenahe Personen der Szene aus Lübeck der tristen Winterpause zu trotzen und dem VfL zu einem Testspiel zu begleiten. So ist in Kerkrade, einer holländischen Stadt nahe der deutschen Grenze, ein Testkick zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Lübeck auf einem kleinen Trainingsgelände angesetzt. Nachdem sich eine Lübecker Busbesatzung bereits in den frühen Morgenstunden auf den über 6 Stunden weiten Weg in den Westen macht, herrscht in Kerkrade schon reges Treiben. Nicht aber wegen den sich auf dem Weg befindenden ungebetenen Gästen, sondern wegen eines Fußballturniers. Die Aachener Führungsgruppe veranstaltet an diesem Samstag das jährlich stattfindende Hallenturnier mit jeglichen Fanclubs der Alemannia sowie befreundeten Gruppen aus dem Ultrakosmos. Nachdem Lübeck das Gelände gegen kurz vor 16 Uhr ohne Ordner und Polizei bevölkert, klingelt das Telefon in der Kaiserstadt. Hallo Aachen, hier spricht Kerkrade. So wird den Aachenern schnell mitgeteilt, dass eine Busbesatzung Lübecker vor Ort ist und sicherlich nicht zum Spaß für über 6 Stunden im Bus saß. Sofort mobilisiert Aachen eine Handvoll Leute, die vom Fußballturnier losmachen und sich in Kerkrade mit den dort befreundeten Sportlern treffen. Obwohl man mit insgesamt 30 Mann in der Unterzahl ist, entscheidet man sich dazu, schnell zu handeln, bevor Staatsdiener und Co. am Ort des Geschehens eintreffen und den Spaß unterbinden. So läuft der Mob aus Aachen und Kerkrade von einem Waldstück kurz nach Spielanpfiff auf das Sportgelände und bietet an. Lübeck fackelt nicht lange, sodass sich nur wenige Augenblicke später beide Seiten am Spielfeldrand gegenüberstehen und es nun losgehen kann. Für über 2 Minuten dauert die Knallerei, bei der auch Schlagwaffen zum Einsatz kommen, an. Nach einer Weile gelingt es den Lübeckern, durch einen entscheidenden Punch die erste Reihe aus Aachen zu durchbrechen, wodurch der Mob aus Aachen-Kerkrade den Rückwärtsgang einlegt. Nur 30 Sekunden später trifft auch schon die örtliche Polizei inklusive Hundestaffel vor Ort ein und sorgt dafür, dass sich beide Seiten endgültig voneinander trennen. Im Anschluss wird der Gästehaufen aus Lübeck zurück zu seinem Bus gebracht, von wo er bis zur deutsch-niederländischen Grenze eskortiert wird. Zitat Karlsbande Aachen: Abgerundet wurde die Winterpause durch den alljährlich von uns ausgerichteten Szene Aachen Cup, den man kurzerhand unterbrach, um sich in Kerkrade einen Schlagabtausch mit den Jungs aus Lübeck zu liefern, die dort gerade zum Testspiel vor Ort waren. Leider kam der Großteil erst vor Ort an, nachdem der eigentliche Tanz schon gelaufen war. Zitat Ultrakollektiv Lübeck: Das Testspiel im Winter in Kerkrade gegen Aachen war ein echter Lichtblick in der Saison. Ein Bus aus Lübeck reiste nach Holland. Keine Bullen und keine Ordner, traumhaft. Nach 15 Minuten Spielzeit kam Aachen-Kerkrade dann auch aus einem Waldstück mit ca. 30 Mann und einer Bratpfanne und es kam zu einer schönen Auseinandersetzung alter Schule mit Waffen und Verletzten auf beiden Seiten. Die Auseinandersetzung konnten wir sicherlich auch aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit knapp für uns entscheiden. Schön war's, danke dafür. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.